Hallo und herzlich willkommen zu Hack the Game! Zu Let's Play Hack the Game, na, ist klar. Hack the Game ist ein Spiel, in dem man natürlich nur virtuell andere Computer hackt. Und bevor jetzt irgendwelche Deppen kommen und mich beleidigen oder so, das ist natürlich nur ein Spiel. Ich hack nicht wirklich andere Computer. Fangen wir an. Ich habe das deutsche Sprachpack drin oder auch nicht. Gut. Ah, doch. Komisch, warum ist das denn nicht deutsch? Naja, ich find's gut. Ja. Es gibt am Anfang immer eine E-Mail und da steht drin, was man machen muss und ein paar Infos, die man braucht und bla bla bla. Ich erkläre das noch. Keine Sorge. Also das Spiel basiert auf DOS, auf dem DOS-System, bla bla bla, deswegen hier kann man nicht groß viel machen. Ja. Ne? Hier gibt es keine Ordner oder so wie im Windows Explorer, sondern, wie gesagt, basiert halt auf DOS, das Spiel. Ist aber ein sehr geiles Spiel, man kann auch eigene Missionen machen. Und, ja. Befehle. Was gibt es für Befehle? Es gibt einmal Telnet. Ja, Telnet. Das ist das gleiche wie das oben, links. Das. Dieser Button hier ist das gleiche. Und Ping gibt's noch. Das ist das hier halt. Dann gibt's noch CD. Damit kann man halt durch die Ordner durchgucken. Also Ordner wechseln. Und mit dir zeigt man sich einen Ordner an. Mache ich jetzt erstmal nicht. Könnten wir zwar machen, aber mache ich jetzt nicht. So. Inbox. Hi Mania Chris, ich setze große Hoffnung in dich. Du hast etwas mehr Erfahrung als andere Leute am PC, also denke ich mal, dass es okay ist, wenn ich dich auf die nächste Stufe bringe. Dein erstes Ziel ist es, ein Port-Scanning-Programm zu bekommen. Ich kenne auch einen Computer, auf dem du so ein Programm finden wirst. Du wirst dich in das System einhacken müssen, um das Programm zu kommen. Diese Datei heißt Port-Scanner W32.exe. Es müsste in einem Ordner namens Hacktools oder so ähnlich zu finden sein. Naja, woher weiß er das nur? Hier sind die Angaben, die du für diesen Auftrag brauchen wirst. Ja, später bekommen wir noch Werkzeuge hinzu. Ja, in dieser Mission kriegen wir unser erstes, den Portscanner. Dann brauchen wir keinen Port mehr. Den können wir uns dann selbst errechnen. Im Prinzip. Aber solange wir das Programm nicht haben, muss er uns halt alle Infos geben, ne? Gut. Also. Ja, lese ich jetzt nicht vor. Als erstes pinge seine IP-Adresse, um zu sehen, ob er online ist. Dann telnette dich mit der IP-Adresse und dem Port auf seinem PC. Log dich ein, klau die Datei und mach, dass du von da verschwindest. Wichtig! Vergiss nicht deine Telnet-Protokoll-Datei. Telenet. Telenet? Ja, gut. Im Deutschen heißt es Telenet. Hört sich scheiße an. Protokolldatei von dem Telenet-Protokollordner zu löschen. Diese Datei sollte immer gelöscht werden, bevor du dich ausloggst. Ja, sonst wird man nämlich erwischt. Nicht gut. Ja, und das hier ist halt unsere IP 192.168.0.1.0.0.1. Viel Glück, wenn du Erfolg haben solltest, werde ich dir noch eine E-Mail schreiben. Chaos. Mit 2Z. Interessant. Okay. Machen wir. Achso, ja, die Infos. Brauche ich ja. Ja, die IP kopiere ich mir mit String und C. Oder mit STRG und C. Da machen sich immer Leute lächerlich drüber, dass ich String sage. Hohoho. Schlimm, schlimm. Und der Port ist 2037. Zuerst müssen wir das Ding allerdings anpingen. Hier. Dup, dup, dup. Vier Pakete werden darüber gesendet. Und die wurden alle erhalten. Also kann man weitermachen. Ja. Wie war der Port jetzt? 2037. Ja, wenn man den nicht anpingt, dann funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Ergibt nicht sehr viel Sinn, aber okay. 2037, also Telnet, bla, 2037. Welcome Master, good to see you again. So, so, dann Anonymous und Google. Okay, Anonymous und Google. So, wir sind drin. The remote host has started a back race. Be sure to go offline before the trade is completed or else you will get busted. Ja, das heißt halt, der hier, der hat jetzt automatisch einen Backtrace gestartet. Das heißt, er versucht jetzt herauszufinden, woher die IP, also was unsere IP ist. Und wenn er unsere IP hat, dann kann er uns halt zurückverfolgen. Und ja, dann weiß er, wo wir sind. Und wir werden halt erwischt. Nicht gut. Wollen wir nicht.
Das heißt, wir müssen hier wieder raus, bevor der damit fertig ist. So, was sollten wir jetzt überhaupt machen? Ach ja, Portscanner, genau. Gut. Ich werde das jetzt ein bisschen schnell machen. So, CD, Telnet Logs. Löschen wir erstmal unser Telnet Log. Wie gesagt, das ist wichtig, sonst kann er einfach hier reingucken. Ja, da ist ein Log. Ja, den kenne ich nicht. Der ist der Hacker. So, und dann Hacking Tools, Dir. Und da ist unsere Datei. Support, genau, W32X. Da ist es natürlich auch vorteilhaft, wenn man schnell schreiben kann. Also, wie der Backtrace funktioniert, kann ich vielleicht in der Zeit erklären. Ja, in diesem Spiel versucht er die Stellen einzeln herauszufinden. Und ich könnte jetzt warten. Mache ich aber nicht. Geh einfach raus. Jobs completed 1. Ja, also wie das funktioniert, ohne Zeitdruck erklären. Ihr habt gesehen, da sind halt ganz viele Stellen. Mit Save kann man übrigens speichern, mit Load kann man laden, aber erst wenn es hier im Inbox eine neue Nachricht gibt. Also ihr habt gesehen, der versucht da unsere IP herauszufinden. Der switcht ganz viele IPs durch. Und ja, in diesem Spiel ist es halt so, nach einer Zeit findet er die ersten drei Stellen raus, dann bleiben die da stehen, dann findet er nach einer Zeit die nächsten drei Stellen raus und so weiter. Und wenn er halt alle Stellen rausgefunden hat, dann werden wir auch erwischt und das ist nicht gut. Wichtig ist noch, man kann rausgehen und es jederzeit wieder versuchen, aber nur, wenn man die Telnet-Log-Datei löscht. Ansonsten wird man halt erwischt, ne? Ist logisch. Also wenn man die Telnet-Log-Datei löscht, dann kann man rausgehen, auch wenn die der Mission noch nicht vorbei ist, also wenn man noch nicht das gemacht hat, was man machen muss. Und ja, passiert nichts. Gibt keine Nachteile. Man kann einfach wieder reingehen und es nochmal versuchen und dann startet der Backtrace natürlich auch wieder neu. Da muss man aber dran denken, dass man wieder die Telnet-Log-Datei löscht. Aber gut, machen wir weiter. Gut gemacht, Mania Chris. Okay, jetzt hast du den Portscanner. Du musst ihn nun installieren. Um das zu tun, gehe. Ja, mache ich. So, mal gucken. Dir. Ja, da sind jetzt Verzeichnisse. Gucken wir bei Bookmarks rein. Was haben wir denn bei Bookmarks? Wir haben WWK. Ja, gut, das ist jetzt billige Schleichwerbung. Keine Ahnung, ob es die Websites wirklich gibt. Was haben wir denn für ISOs? Nee, nicht ISOs. ISO. Dir. Memtest ISO. Memtest, das hört sich sehr spannend an. Nee, wäre geil, wenn da irgendwie Mirror's Edge ISO drin wäre. Das wäre episch. Was haben wir denn bei Pix drin? Naked One. Geil. Und Avatar haben wir auch. Man kann sich die Dateien leider nicht angucken. Die wurden praktisch mit dem Missionseditor gemacht und der ist so aufgebaut, man schreibt da einfach rein, wie die Dateien heißen sollen. Und nicht, was das für Dateien sind. Also da steht zum Beispiel drin, in dem Ordner soll sein Naked One JPG, My Dog JPG, Avatar PNG und Defaced GIF. Und die Änderungen sind völlig egal. Die können auch einfach gar nicht existieren. Man könnte auch einfach hinschreiben, hinterschreiben, keine Ahnung, ABC. Und ja. Ne? Man könnte trotzdem noch sagen, das wäre eine Textdatei, weil man kann nicht reingucken. Aber gut, so viel dazu. Dir. Gehen wir zu Downloads. Dir. Portscanner W32. Wir müssen das Exe nicht eingeben. Der installiert das jetzt direkt. Und jetzt muss ich nochmal speichern, das habe ich eben vergessen. Denn es gibt hier einen lustigen Bug. Wenn man speichert, bevor man ein Programm installiert hat, also nachdem man die Mission gemacht hat und das Programm hat, wenn man dann speichert, bevor man das Programm installiert hat und dann das Spiel ausmacht und dann wieder lädt, dann ist das Programm nicht mehr auf dem Rechner. Und installiert ist es demnach auch nicht. Und man kann die Mission auch nicht wiederholen. Das heißt, Spiel Crash, man kann es praktisch von neu anfangen. Aber gut. Machen wir weiter. Ja, muss kurz Augen und so. Bisschen was drin. So. Ja, genau, Inbox. Portscanner haben wir installiert, bla bla. Um es zu installieren. Ja gut. Habe ich ja schon. Das nächste Programm, das du brauchst, ist ein Remote File Destroy. Ich weiß nicht, wo du das herbekommst. Das ist so ein verlassener Datenserver, wo ich mal früher gearbeitet habe. Es ist zwar schon länger her, dass ich da war, aber hier sind die Angaben, an die ich mich noch erinnern kann. Okay. An die du dich noch erinnern kannst, wird mich verarschen, das sind alle Angaben, die ich brauche. Nix Angaben, die ich erinnern kann, alle Angaben. Sag doch direkt alle Angaben. Okay, im Englischen ist Chaos cooler. Naja, die deutsche Übersetzung ist halt scheiße, aber weil so viele meiner Zuschauer ja noch so jung sind und deswegen kein Englisch verstehen. Ja, Schule und so. Unnötig. Schreien jetzt manche auf. Aber wenn man kein Englisch kann, ne, dann ist es schon nötig. Sag ich mal so.
Ich kann Englisch, also ist für mich auch unnötig. Voll nicht arrogant klang das jetzt. Egal. Also, ja, im Englischen ist er einfach cooler. Ne, da schreibt er cooler und so. Halt, gut. Also, die Datei, die runterladen muss, heißt Destroy-File W32. Das ist alles, was ich brauche. So, dann. Utsch. Nee, keinen Krampf im Fuß, bitte. Gut. Ich konnte den Krampf abwimmeln. IP, Gott, Google. Gott, Google. Gott, Google. Okay. Wir müssen zuerst anpingen wieder. Dann können wir erst den Portscan machen. Wenn wir den machen, ohne dass wir vorher anpingen, dann funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht. Also hier die IP und dann from port to port 4000. Ich kann mal 4001 machen, was dann passiert. Port should be between 2000 and 4000. Ja, also es gibt auch nur Ports von 2000 bis 4000. Keine Ahnung warum, aber geringere oder höhere Ports gibt es nicht. Also immer von 2000 bis 4000 eingeben, dann kann nichts schief gehen. Ich könnte auch hier als eingeben von 2000 bis 3000, aber könnte es ja sein, dass der Port, dass unser Port zwischen 3001 und 4000 ist. Und dann würden wir den nicht finden, ne? Ist logisch. Und wir verlieren auch keine Zeit dadurch. Also machen wir einfach Scan. Gott und Google war das, ne? Ja, gut. Ja, was kann ich sonst noch erklären? Ah. Ich lasse jetzt erstmal 2951 merken. 2951. Ja, ich mach's so. Ich benutze nicht den Button, weil irgendwie unnötig. Schreiben geht schneller. Also bei mir auf jeden Fall. Ich kann schnell tippen. Please identify yourself. Das war Gott und Google, nicht wahr? Wie hieß das Programm nochmal, das wir brauchen? Remote File Destroy. Destroy File W32X. Sonst noch was? Nachdem du es herunterladen kannst, vergiss nicht deine... Ja, gut. Also, jetzt ist noch Pause. Da können wir nochmal durchatmen. Okay. Und los. So, erstmal Tenderlock löschen. Der Dell 1.2.6.8.0.1.0.1. CD, Dir, CD, Old Files. Ja gut, ich kenne das Spiel jetzt schon. Ich weiß schon, wo alle Dateien sind, deswegen ist... Nee, nicht Dell. Das wäre Fail. Dann hätten wir verkackt. Dann könnten wir laden. Wenn wir keinen Spielstand gemacht hätten, müssten wir dann neu anfangen. Ja, ich kenne das Spiel halt schon. Ich weiß schon, wo alle Dateien sind. Deswegen muss ich hier jetzt nicht unnötig Zeit verplempern. Nennt's ein Speedrun. Meinetwegen. Mir egal. So. Jetzt warten. Ach nee, erstmal installieren. Dir. Genau. Wir sind noch in Downloads drin. Nee, doch. Destroy File W32. Installieren. Installing. Installation. Fertig. So, save. Wie es mir scheint, bist du jetzt gut genug für einen richtigen Hacker-Job. Jemand war dumm genug, um eine Datei von jemand anderem zu stehlen. Ich will jetzt nichts detaillieren. Gibt's das Wort überhaupt? Detaillieren? Ich will jetzt nichts detailliert ausführen, aber wir brauchen diese Datei. Die Datei, die ich gelöscht haben will, heißt FBI Snatchlist Doc und ist irgendwo auf der Festplatte vom Ziel. FBI. FBI, das scheint ja interessant zu werden. Finde sie und lösche sie. Und während du schon drin bist, könntest du seine Windows-Installation stilllegen, indem du die Datei win.com vom Windows-Ordner löscht. Die Angaben, die du brauchst. Ja. Also. Wie funktioniert Killfile? Killfile funktioniert so. Ja gut, das geht jetzt nicht. Man klickt da drauf, dann gibt man einen Dateinamen ein. Welche Datei soll gelöscht werden? Und dann wird die halt gelöscht. Das dauert ein bisschen. Und dann ist fertig. Das ist was anderes, als einfach Dell zu machen. Dell funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Und ja gut, mehr erkläre ich dann, wenn wir es machen. So, erstmal anpingen. Dup, dup, dup. Mach ich nie. Gut. IP seems to be online. Ja, wäre ein bisschen fail, wenn er uns eine falsche IP geben müsste. Geben würde. Weil man kann nicht zurückschreiben oder so. Dann hätten wir irgendwie verkackt. Aber egal. Es ist übrigens auch wichtig, ob man... Oh, okay. Das ging schnell. Ob man... dahinter ein Leerzeichen macht, bei, wenn man das anpingt. Dann funktioniert es nämlich nicht. So, was war jetzt? Admin Secret. Ja, hier gibt es eine Auswahl von Standardpasswörtern und ja, die werden halt immer zufällig generiert. Das ist übrigens nicht bei jeder Mission gleich, also es ist nicht bei jeder Mission immer die gleiche IP, das ist immer zufällig, was für eine IP man kriegt. Genauso wie der Port und der Login und das Passwort.
Also Admin und Secret merken. Und dann muss ich FPS Netlist und win.com löschen. Okay.